So, herzlich willkommen zurück. Unser Mandat läuft gleich ab. Wir haben aber schon eine Handelsroute gemacht. Die Beute müsste jetzt eigentlich auch bald fertig sein. Was macht denn ihr so lang? Gucken wir gerade mal. Ja, Beute ist auch gleich fertig. Dann ist die Mission auch vollendet. Unsere Zufriedenheit ist ganz schön meh. Weiß zwar nicht warum. Aber soll mir erst einmal egal sein. Tropico wird angegriffen. Nee, hierhin wollte ich. Ach, da unten die Farm. Und das auch alles gut. Da mache ich mir nicht immer Gedanken. Dann werden sie wahrscheinlich hier anlegen. Hier sind schon die ersten 8. Hier sind dann Wachtürme. Bis jetzt ist unsere Revolution eher wenig ruhmreich. So, dann mache ich hier das nochmal. Nahrungszufriedenheit. Ja gut. Ach genau, nee, das war das. Genau, ich erinnere mich. So, Bananen habe ich, Fleisch habe ich, Mais. 8000. Dann aber ganz kurz. Ah nee, Mais wird auch nicht verkauft. Sehr schön. Ja, perfekt. Sie haben das Richtige getan. Mandat verlängern. Dann gucke ich aber auch gerade direkt, ob es irgendwas gibt. Aber ich sehe jetzt nichts. Zucker kann ich nicht verkaufen. Effizienz der Zuckerplantage 56%. Und ich wundere mich, warum ich hier keinen Zucker bekomme. Auch nur 56. Okay. Gouverneur, das Volk hat ein Anliegen. Aus Sicherheitsgründen ist... Ja, machen wir. Ach genau, ich wollte jetzt nochmal ganz kurz gucken. Ananas. Ananas. Fleisch brauchen wir nicht importieren. Leder brauchen wir nicht importieren. Ananas. Habe ich Ananas? Ich habe keine Ananas. Dann würde ich sagen, wir importieren nochmal 1200 Ananas. Also Planken habe ich viel zu viele. Aber Planken werden halt hier auch irgendwie nicht so wirklich. Ich muss die Planken einmal so verkaufen. Weil unser Lager halt einfach viel zu voll ist. Ja, perfekt. Hat er schon abgebaut. Ich habe hier wieder 12.000. Das heißt, dann kann ich die Planken auch gerade wieder reinmachen. Hier. Bis jetzt ist unsere Revolution eher wenig. Es ist doch nett, die Wahl zu haben, oder? Die Wahl zwischen... Das nehmen wir auch. Alles gut. Scheiße, was wollte ich jetzt machen? Ach, Mist. Habe ich verpasst jetzt. Wow. Ah, nee. Okay, dann warten wir ganz kurz. Irgendeine Bedingung müsst ihr dann... Ja, das ist auf jeden Fall gleich vorbei. Bananen ist auch gleich vorbei. Rum dauert noch etwas. Ich kaufe jetzt nicht nochmal... Nochmal eine Handelsdings an. Ab.
Ja, Mandat läuft gleich ab, alles gut. Handelsroute erfüllt, perfekt. Blanken 10.000 unterschreiben. Tabakwolle, Zucker, Milch, Meereskohle, Kaffee, Gummi, Fleisch, Fett, Fell. Boah, nee. Gouverneur, das Volk hat ein Anliegen. Ja, machen wir. Düpp, düpp, düpp. Beute ist sowieso gerade dabei. Alles gut. Meine Nahrungszufriedenheit ist nur gerade ganz schön am Arsch. Ah ne, jetzt geht's wieder hoch. Bananen habe ich, Mais habe ich, Blanken habe ich, Fell habe ich, Ananas habe ich. Gut. Hab gerade alles eigentlich. So, hier wird auch gekämpft. Bis jetzt ist unsere Revolution eher wenig rum. Okay. Hier müsste der Export auch gleich vorbei sein, wegen den Planken. Ja. Nee. Nee, alles gut. Wie sieht das eigentlich mittlerweile aus? Echt beschissen. Sind wir doch mal ehrlich. Das Einzige, was echt gut geht, sind die Planken. Moment. Du hast jetzt irgendwas nicht erfüllt? Ah, ich hatte nur 3000 Blanken. Okay, das sollte aber gleich eigentlich vorbei sein. Wann kommen die neuen? In 3 Monaten kommen auch die neuen Routen und eins kann ich davon noch ohne Probleme machen. Das heißt, es wäre dann bei Monat 6. Hier muss was repariert werden. Alles gut, machen wir. Das machen wir doch. Och, jetzt werden wir wieder von Piraten angegriffen. Korruption ist so massiv. Ja, wir stellen gerne Mais her. Das ist doch überhaupt gar kein Problem. Ah, jetzt müssen... Ja, jetzt müssen die neuen. Bananen will ich nicht. Baumstämme will ich nicht. Ach nee, warte mal, das ist ja Import. Import will ich sowieso nicht. Fischfleisch, Kaffee mit Schrumpf. Ach du Kacke. Ich könnte ein kleines Problem gerade bekommen. Ich habe die Planken aber eigentlich rausgenommen. Jo. Habe ich hier noch irgendwas? Mais habe ich halt ohne Ende. Mais habe ich 8000, aber Mais will keiner. Genau dasselbe mit Fisch. Warum habe ich hier nur 1000 Planken? Oh, das Schiff kommt nicht rechtzeitig an. Ist es schon soweit, altes Haus? Ich muss Sie auffordern, den Palast zu räumen. Das Schiff kommt nicht rechtzeitig an. Mist. Wie viel haben wir es denn? 32 wird nicht reichen. Müssen wir nochmal ein Stückchen mehr zurück. So. Genau. So, einmal in der Fraktion. Wie viele Planken habe ich jetzt hier? 6000. Machen wir einfach so. Fertig. Und dann sollte es schon passen. Haben wir irgendwas gebaut in der Zeit? Ich glaube es nicht. Luxusvilla steht noch.
Ich meine, dass wir hier nicht großartig irgendwas geändert haben. Okay. Ach genau, die Beute wird auch gleich fertig sein. Genau, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Import. Ananas. Ananas wäre nicht schlecht. Warten wir ganz kurz. Das dürfte nämlich auch gleich eins frei sein. Sehr gut, dann können wir die Ananas importieren. Sie haben das Richtige getan. Um 18 Monate verlängern. Und dann haben wir das schon. Ja, Piraten greifen an. Alles gut. Da wird nichts passieren. Jetzt ist und sehr gut. Ja, Nahrungszufriedenheit bei 53. Ananas wurde beendet. Dann machen wir noch mal neu Ananas. Bananen brauche ich, glaube ich, noch. Bekomme ich noch ein paar. Ja, Bananen bekomme ich auf jeden Fall noch ein paar. Mehr, Gouverneur. Mehr. Immer mehr. Machen wir. Dann gucken wir ganz kurz. Ich habe immer noch den Scheiß mit dem Rum, gell? Verstehe ich zwar nicht ganz, aber okay. Nee, Moment, das ist Import. Oh, Import kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Kaffee habe ich nicht. Rum habe ich halt. Warum wird. Kann ich das hier nicht bevorzugen irgendwie? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass ihr erst den großen Auftrag annimmt. Mal gucken, ob Import auch zählt. Ich frage mich, Gouverneur, heiligen die Mit- Das können wir machen. Ne, Exporthandel. Okay. Ganz kurz, wir bauen erstmal die Kapelle. Ganz kurz Pause. Da also doch. La Capellos. Ach, davon haben wir ja schon eine. Ah, oh, das habe ich voll vergessen. Wo bauen wir dann die nächste hin? Nee, nicht neben meinem Anwesen. Da ist doch gut. Da sieht es doch sehr, sehr gut aus. Ja. Okay, jetzt müssen wir uns aber eigentlich schon wieder beeilen. Ich habe das alles nicht. Ich habe weder Fisch. Das Einzige, was ich machen könnte. Ich importiere Fisch. Ja. Und so im selben Atemzug gleich, wenn die Bananen fertig sind, den Fisch exportieren, aber halt eine geringere Menge. Jawohl, Bananen sind fertig. Perfekt. Dann mache ich hier noch das hier weg. Viva la Revolución! Ja, sehr schön. Muss jetzt nur aufpassen, dass ich den Fisch auch
sehe gerade, ich habe auch 4000 Fleisch. Kann ich Fisch? Ich habe keinen Fischhandel, gell? Ah. Im Fischhandel könnte ich den Fisch... Weil der kommt halt erst wieder in... Spät. Ich habe Angst, dass bis dahin der Fisch weg ist. Nee, scheint aber zu funktionieren. Sehr gut. Ach, vielleicht würde auch funktionieren. Was mache ich sogar? Als nächsten Export. Und dann, was habe ich denn? Was fehlt? Ananas oder Bananen? Nehme ich hier noch 800 Bananen. Ich frage mich, Gouverneur, heiligen die Mittel? Ja, das können wir machen. Wir flüstern nicht mehr, sondern stehen auf den Dächern und schreien: Revolution! Heute verlangen wir... Irgendetwas stimmt hier nicht, Gouverneur. Ich habe ein brennendes Verlangen, euch Präsidente zu nennen. Mhm. Sehr schön. Fortschritt zum Weltalter. Weltkrieg. Zeitalter. Weltkrieg. Ich muss zugeben, ich bin... Verlängern? Perfekt. So, Unabhängigkeit erklären. Jawohl, machen wir. Dafür brauchen wir jetzt 58 bei den Revolutionären. Und das müssten wir, das sind doch Revolutionäre, jawohl. Das müssten wir also schaffen, wenn wir eine Taverne bauen. Taverne. Ach, guck mal, wie gut die hier hinpasst. Komm, machen wir schnell bauen. Viva la Revolution. Gouverneur, gemeinsam mit dem Volk werden wir... Das Volk von Tropicul so. Euch fast Unabhängigkeit so sehr, erklären. Euch, liebe Gouverneur. Wir haben einen vorzüglichen Geschmack. Das nehme ich an, weil Fort besitze ich schon. Gouverneur, die Menschen sind... Ausgezeichnet. Ich wusste, dass Sie ein schlaues Köpfchen sind und Ihres auch behalten wollen. Gouverneur, Sie haben es geschafft. Lassen Sie uns endlich die süße Freiheit kosten. Sie schmeckt ein wenig nach Kokosnuss. Jawohl, Spiel gewinnen. Dann kriegen wir jetzt immer so und eine schöne Runde. Das ist die Geschichte. So haben wir uns kennengelernt, Präsidente. Die wichtigste Zeit meines Lebens. Ich habe die Kugeln des Attentäters aufbewahrt, wisst ihr? Sie liegen mir sehr am Herzen. Wer hätte gedacht, dass so eine Geschichte nur ein kleines Kapitel im Leben von jemandem ausmachen könnte? Aber ihr, meist gefeierter Präsidente, euer Leben hat genug Abenteuer für 100 normale Leute. Für 1000. Aber das sind Geschichten für ein anderes Mal. Und der alte Penultimus ist jetzt erschöpft. Er möchte schlafen und von eurer ruhmreichen Vergangenheit träumen, Präsidente. Ihr habt es geschafft, Präsidente. Der Sieg gehört uns. Ich meine, Ihnen. Kamera erstmal wieder machen. Das war's dann erstmal für diesen Part. Wir werden dann wahrscheinlich hier einfach, das haben wir jetzt geschafft, dann in das hier gehen. Danach das. Oh, die Insel sieht geil aus. Die Insel sieht echt cool aus. Das werden wir dann im nächsten Part machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann. Tschüssi.